und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Oddworld New and Tasty mit dem lieben Abe hier. Wir waren ja im letzten Part genau an dieser Stelle, hatten hier, glaube ich, sogar gespeichert. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin zwar jetzt draußen wieder gespawnt, aber ich dachte, komm, ich laufe mal diese ein, zwei Schritte hier rein, dann ersparen wir uns ein wenig Zeit. Und ich habe ein wenig Zeit, ein wenig zu quatschen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich hatte ja gesagt im letzten Part hier, komm, wir spielen morgen weiter. Und wir sehen uns auch morgen wieder, aber das ist für euch zwar richtig, aber für mich nicht. Meine Festplatte war voll und das mit dem Remaster-Channel hatte sich ein wenig verzögert, bla bla bla. Auf jeden Fall sind jetzt, glaube ich, gefühlt ein halbes Jahr, also 6 Monate vergangen, seitdem ich gespielt hatte zuletzt. Und bin dementsprechend ein wenig raus. Springen ist so. Genau, von daher kann das sein, dass ich hier ab und zu mal ein wenig fehle. Der tut mir jetzt schon mal im Vorhinein. Tut mir das leid. Ich hoffe, ich werde es nicht allzu krass machen. So. Ich musste mir auch besser gesagt nochmal komplett alles angucken. Denn ich wusste gar nicht mehr, wo wir zuletzt waren. Also ich habe mir gerade noch Part 9 und Part 10 angeguckt, bevor wir hier angefangen haben. Beziehungsweise bevor ich aufgenommen habe. Und alles gestartet habe. Um einfach nochmal zu sehen, wie es hier überhaupt läuft. So. Ich habe auch schon ungefähr eine Idee. Boah, scheiße, ich muss die beiden da auf jeden Fall wegbekommen. Wie das hier klappt. Ich bleib hier erstmal mal hängen und erzähle euch mal ein bisschen, wie das läuft. Moment, ich nehme auch mal ganz kurz einen Schluck von meinem Energy. Ich muss energiegeladen sein, um diese Herausforderung zu schaffen. Pass mal auf, also Folgendes. Da ich mir jetzt das Gameplay auch mal angucken konnte, habe ich noch gesehen, dass wir ein, zwei Sachen, eigentlich haben wir nur eine Sache vergessen. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Also zumindest einen möglichen Geheimgang. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich einer ist. Und, ich konnte hier nochmal sehen, was wir machen können. Also da oben liegt ja eine Mine und die liegt ja da nicht ohne Grund. Wir müssen die auf jeden Fall aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, die muss man mit X aktivieren. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich hoffe es. Und wir müssen die beiden Modukons da irgendwie wegbewegen. Am besten ganz schnell dahin. Sagen, hi, kommt, folgt mir mal schnell. Dann so zwei Schritte gehen. Und die dann da wegbewegen. Oder ich muss die beiden nehmen. Sagen, folgt mir. Alle. Das Ding aktivieren sofort. Und dann in den Rauch. Und dann den Typen da oben in die Mine laufen lassen. Das scheint mir aber echt richtig tricky. Aber das ist der einzige Weg, glaube ich, wie man das machen kann. Weil anders geht's halt nicht. Du kannst hier nirgendwo zaubern, ohne dass die Leute dich erwischen. Das dauert einfach zu lange. So. So, rein theoretisch muss ich jetzt sagen. Scheiße. Meine Güte, bleibt der lange stehen. Okay. Dann sage ich gleich, stay here. Oh. Ja. Okay, alles klar. Der bleibt auf jeden Fall lang genug stehen. Habt ihr ja gesehen, ne? Das läuft. Ich hätte jetzt das vielleicht nicht so laut machen dürfen. Das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Also jetzt nicht großartig erzielen. Und dann läuft das Ganze. Lauf, Abe, lauf! So. Sobald er hier im grünen Rauch ist, let's go! Work, work, work. All day. Springeli! So. So, da bin ich echt mal gespannt, wie weit wir sind. Also im Grunde genommen sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Aber ich bewege mich hier gleich auch schon in meinem Bereich. Wie geil ist das denn? Toll. Ja gut, alles klar. Zumindest ist aber auf jeden Fall jetzt safe, dass man diese Geschichte mit X aktiviert. Ich muss die beiden nur erstmal da hinten hinbekommen. Lauf, Abe. Go, 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 go. Oh, das war ganz schön knapp, aber ist easy. Alles easy, der hat uns noch nicht mehr bemerkt, nur da oben hat ein bisschen was gehört, sprungtechnisch. Dreh dich um.
Ah. Hey, Tom. Follow me. Okay. Off the scrap cakes. What the heck? What the heck? Oh, der hat uns nicht bemerkt. Lauf da durch, das wäre so nice. Und dann machst du bumm. Dann bist du down, 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 down. Thank you. Hä? Sie haben im Grunde genommen ist mir das scheißegal. Komm, ihr geht jetzt erstmal back in die Freiheit. Hä, was soll das? Vielleicht macht der hier zu viel Stress. Ich bin mir nicht sicher. Genau. Ah, ne, warte. Ich springe lieber mal runter. Nicht, dass ich da jetzt selbst noch wieder was aktiviere. So, ab rein. Tschüssili. Okay, cool. Das haben wir schon mal geschafft. Das ist ja ein Traum. So, jetzt ist natürlich nur noch die Sache, dass wir hier am besten uns nicht erwischen lassen sollten. Ah, okay, alles klar. Dann. Yeah. Okay, hat nur 5 Minuten, glaube ich, gedauert. Oder 6. Ist mir auch egal. Scheiße, war das bescheuert. Entschuldigung, ich wollte gerade fast schon wieder was anderes sagen. So, cool. Dann haben wir ja zumindest schon mal diese knifflige Situation erledigt und zumindest nicht 12 Milliarden Jahre gebraucht. So, folgendes. Was ich hier meine, ich gesehen zu haben. Genau, hier nämlich lang zu gehen. Tada! Das war doch klar. Warte mal, ich glaube, ich nehme den gleich schon mal und verzauber den. So, dann haben wir nämlich den gleich gar nicht mehr parat. Ich hoffe mal, ich brauche den nicht. Ach, hier, ich kann ja immer durchgehen. Läuft. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Zack. So, dann gucken wir mal, was uns dort erwartet. Genau. Rein mit dir. Ich hoffe, dann haben wir auch wirklich alles lol. Zaubern können wir schon mal nicht. Das ist schon mal safe. Vielleicht kann ich hier irgendwas werfen und die gehen dann dahin. Nö, nicht wirklich. Vielleicht kann ich auch einfach rennen. Lol. Okay, hier könnte ich wahrscheinlich wieder raus. Oh, meine Nase juckt. Moment. So ist alles in Ordnung. Oh, oh, hoffentlich komme ich hier nochmal hoch. Hi. Hello, follow me. Okay. Howdy. Oh, hey. Oh, yeah. Hello. Follow me. Die hören sich echt mega lustig an. Hello. Follow me. Okay. Klappt. Wie viel kann man denn hier überhaupt retten? Waren da noch andere? So, ich krieg schon mal Leben. Das ist schon mal klar. Ich muss aber da wahrscheinlich auch wieder hochkommen. Rennen ist das. Dann. Okay, hier kann man ja locker hoch. Alles klar. Da noch nicht. Den kann ich ja schon mal holen und dann in die anderen erstmal da alle wegknallen. Da ist mein Ausgang. Hallo. Haha. Ich habe mich eiskalt weggeknallt. Freudenschüsse. Und Freudensexplosion. Dankeschön. So. Ape, das hast du wunderbar gemacht. Du solltest nur mal hüpfen. Aber das ist ja nicht deiner Dummheit verschuldet, eher meiner. Aber wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, ich bin ein wenig raus, was das angeht. Also zumindest was das Spielen an sich beziehungsweise das Steuern an sich angeht. Aber ich glaube, ich habe mich recht gut eingefunden. Aber ich muss, okay, ich muss euch ein kleines Geständnis machen.
ich habe ungefähr 10 Minuten vor der Aufnahme bin ich hier nochmal rumgelaufen und hab versucht, die Steuerung dazu erlernen. Weil das ging echt gar nicht. Oh, äußerst uncool, merke ich gerade. Dass hier sowas ist, denn ich habe die Befürchtung, dass ich hier gleich in die Luft gesprengt werde. Ach, ich merke auch gerade, guck mal, ich bin in Part 9, meine ich, bin ich hier hochgesprungen und das ist gar nicht so weit. Ich dachte, mein Alter ist der Typ Noobig, der das Spiel spielt. Der ist nämlich hier einfach so gesprungen, lol, und hat dann da oben die Mine angefasst. Aber das ist gar nicht mal so abwegig, wenn man mit einem Steuerkreuz spielt, denn, ja, man kommt da recht schnell dran. So, Speicherpunkt. Wunderbar. Ach, hier steht ja nur drin, dass wir den Stein berühren müssen. So, jetzt haben wir nochmal 5 Stück. Ich denke, genau. Hier waren wir ja schon in Part 9 und haben gesagt, beziehungsweise da habe ich ja erahnt, dass wir das mit Steinen regeln müssen. Am besten auf die Mine werfen. Ich bin nicht da. Ist auch vollkommen egal. Ich hoffe, der kann nicht schief schießen. So. Okay, der ist down. Ich denke... Ey, Alter, jetzt dreh dich doch bitte um. Den können wir mit typischen Rauchschwaden verwirren. So. Dann warten wir gleich. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie der Laufzyklus ist von dem. Ach, ich dachte schon, er pennt. Alles klar, Chef. Ist weit genug, um hier hineinzuschleichen. Eventuell auch weit genug, um hier reinzuschleichen. Jo. Ich finde es ja echt schlimm, dass ich hier meine Mudokon-Kollegen so irgendwie hängen sehe. Das macht mich traurig. So, was ist denn hier los? Hier ist erstmal ein Speicherpunkt. Das ist schon mal cool. Was ich aber jetzt nochmal ganz kurz machen werde, ist folgendes. Sich hier oben hinstellen und warten, bis der Kollege kommt. Und den dann eiskalt erstmal töten. Jeder tote Slick ist ein guter Slick. Denn man weiß ja nie, vielleicht ist ja auch hier wieder irgendwo ein Geheimgang versteckt. Ich bin da jetzt sehr, 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 sehr kritisch. Ich habe mir ja die ganzen Parts nochmal angeguckt. Und man übersieht ja dann doch ganz gerne mal was. Auf jeden Fall kann ich hier gleich mal in Ruhe gucken. Ob jetzt hier irgendwo was ist, keine Ahnung. Mit X ist ja in der Regel irgendwas öffnen oder sowas. Darum gehe ich jetzt hier nochmal in den Rauchschwaden rein und guck, ob Abe irgendwas findet. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, okay, alles cool. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Dann war das hier eigentlich nur umsonstes, unnötiges Töten von Slicks. Aber wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt. Slock macht Boom. Lol. Heißen die Slocks oder heißen die Slicks? Ich bin mir immer davon ausgegangen, dass die Slicks heißen. Aber wenn hier Slock steht und vor allem macht Bumm, können doch eigentlich nur diese Viecher gemeint sein, die da rumpatrouillieren. Dann heißen die halt Slock. Meine Güte, dann habe ich mich ein wenig vertan. Tut mir leid. Oh, hier kann man rollen. Das gefällt mir nicht. Ah doch, gefällt mir wohl, denn hier ist der nächste Geheimgang. Aha, der Hund ist ein wenig böse. Heieieiei, wie soll das denn klappen? Also ich weiß schon mal definitiv, dass wir einen Stein brauchen. Moment, habe ich noch welche? Ja, haben wir noch. Wunderbar. So, und dann würde ich sagen, rennen wir da mal komplett durch. So, und dann brauchen wir jetzt noch einen Stein. Wir haben aber keine mehr. Doch, ach, Gott sei Dank. Den müssen wir jetzt vernünftig werfen. So. Ah! Nein! Oh Gott! Der war ja scheiße. Ja, dann bring uns halt um. Die brauchen sowieso neue Steine, mein lieber Freund. Ach, ich sehe gerade, hier wären neue gewesen.
Alles klar, Chef. So, dann. Nein, nein, nein. Wir rollen hier weiter. Das ist ja wieder gut versteckt. So, hier müssen wir sowieso aufpassen, dass wir da nicht zu tief in die, ja, zu nah an die Klippe kommen quasi, weil sonst kommt der böse Hund und frisst uns auf. Alter Junge, jetzt passt mal auf hier mit den Steinen. So, so sieht's auch gut aus. Okay, und rennen. Gönn dir! Ja. Der Hund ist böse. Der ist schon mal safe. Na gut, wir haben aber auch schon gut was verschwendet. Von daher war das extra nicht. So. Aber ich finde die Steuerung auch ein wenig blöd, was das Steinewerfen angeht. Das ist alles auf einer Seite. Ich muss das mit dem... mit einer Hand halt quasi zusammen machen und dann nochmal drücken, ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. So. Nein! Alter, Junge! Ja gut, was soll's. Ich sehe gerade sowieso, die Zeit ist zu Ende, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen überzogen habe oder nicht, da ich jetzt nicht sofort bei Punkt 0 angefangen habe anzumoderieren. Aber gut, was soll's. Ich glaube, es passt ungefähr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann auch morgen wieder. Genau. Ich mache jetzt natürlich noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.